Hit it! Z4, wir sind in den Z4. Babab. Was geht ab, liebe Freunde? Wohl an zur nächsten Scam-Folge. Wir haben es nun endlich geschafft, in Z4 anzukommen. Das war tatsächlich eine schwerere Geburt, als ich dachte. Und wir müssen uns auch direkt auf den Weg machen. Weil hier ist jede Minute kostbar, in der wir es schaffen, uns voranzutragen bezüglich des Base-Knackens. Ja, wir sind hier ein bisschen abgeschiedener. Oh, das ist gar nicht schlecht. Wir sind hier ein bisschen abgeschiedener, aber es ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich diese Basis uns einverleiben können. Um so schnell wie möglich uns endlich dazu vorzubereiten, allen anderen die Basen zu klauen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, euch hat soweit die letzte Folge gefallen. Ich hoffe, ihr habt mal ein bisschen Spaß daran gefunden, mit auf den Server zu kommen. Ansonsten kann ich es euch nur empfehlen, das jetzt zu tun. Ne, ihr findet immer alles auf dem Discord. Macht hier mal richtig Stunk, macht mal ein bisschen mit, damit hier die Monopolisten mal ein bisschen unter Druck gesetzt werden. Ne? Und das bin leider nicht ich selber. Das Schöne ist, wir haben ein ultra fettes Ambiente. Also wir haben eine super Location mit gutem Wetter halt, ne? Und tatsächlich optischen Highlights. Also diese ganze Insel hier unten finde ich echt hammermäßig. Was haben wir hier? Aspirin. Na komm, wir bauen uns mal einen Impro-Rucksack, bis er ist. Der Schere kriegen wir glücklicherweise genug rausgehauen. Mit der Schere haut man ja meistens zu. Kennt es? Ich weiß gar nicht, wie viele Fetzen wir da rauskriegen. 4 Stück, ne? Krass. Ja, die Schere immer beste, um Sachen zu zerschneiden. Kann ich wirklich nur immer wieder sagen. Sehr empfehlenswert. Ich weiß gar nicht, was wir für den kleinen, da bräuchten wir noch Stöcker für, ne? Aber drauf geschissen, wir suchen den richtigen. Nicht wundern mit meiner Nase, immer noch Allergie-Themen. Es ist immer dasselbe. So, schwuppdiwupp, zack, zapp, zapp, ab. Kurz mal alles mitnehmen. So, dann nehmen wir noch die Aspirin mit. Ich glaube, die helfen uns auch. Sonst müssen wir uns gleich mal schnell eine... Da haben wir schon den Fett-Tony, den alten Monopolisten. Würde mich nicht wundern, wenn wir heute noch auf den hier treffen. Weil der hier im Begriff ist, sich alles reinzudrücken, was es auf dem Server gibt. So ist das halt, wenn man die Zeit dafür hat, ne? Würde ich wahrscheinlich nicht anders machen. Können wir nichts mit anfangen, ne? Überlege ich gerade. Für die große, was macht man denn mit der großen? Ist das Ding? Auch nicht mit der großen, ne? Tortanuga ist auch am Stissel. Sehr fein.
müssen hier alle wegrammen und dann gespitzt im Boden stampfen. So, hier liegt nicht mal jemand drin, perfekt. Oh. Da freuen wir uns. Find's ganz wichtig. Ganz wichtig. So, ich bin gespannt, wie hier die Zombie-Lage gerade ist. Sobald die ersten Zombies spawnen, müssen wir uns natürlich beeilen. Irgendwas kämpfen in die Hand zu holen. Und wir hier? Naja, guck mal. Oh, die Spitzhacke ist tatsächlich sehr, sehr geil. Da habe ich auch gleich eine Idee, was wir machen. Die ist nämlich noch nicht, die ist nicht ganz mehr in Schuss. Und wir hatten da noch einen Werkzeugkasten gefunden. Hier war der, glaube ich, ne? War der hier? Was habe ich? Mir ist ziemlich heiß. Gut. Mineral Quartz. Wuppdiwupp. War der hier? Doch mal. Wo war denn der? Ah, diese Jacke, die ist halt echt scheiße, ne? Also die... Da, die lässt einen richtig schwitzen. Ach, das kann man gar nicht. Ich hätte jetzt schwimmen können. Okay, das wusste ich nicht mehr. Ich wusste nicht, dass die Spitzhacke immer, also auch mit dem Schleifstein gemacht werden muss. Ich hätte jetzt schwimmen können, dass die mit dem normalen Werkzeugkoffer gemacht wird. Gut. Wieder was dazugelernt. Nehmen wir erstmal mit einen kleinen Zwiebel reinpfeifen, ne? Gegen Vampire, ganz wichtig. Ach ne, war Knoblauch, ne? Alex. Vampirologie ist nicht deins. So, sehr viele Garagen, das freut mich übertrieben. Das heißt, hier ist immer eine gute Basis für Schraubendreher. Der jetzt eigentlich mittlerweile, der hat sogar einen Lagerplatz mittlerweile, ne? Ich weiß zwar nicht, wo der das unterbringen soll, aber eigentlich auch egal. Wo hatten wir jetzt eben, warte mal, wir hatten noch mal irgendwas gefunden, was ich eigentlich mitnehmen wollte. Ne? Da war's. Genau, das Gummistück. Das nehmen wir mal mit. Wir haben ja alles hier. Bolzen, ich glaube Bolzen brauchten wir, ne? Metallschwert, Metallschwert, wo ist das Metallschwert? Da. Seil. Seil haben wir noch im Boot. Das nehmen wir natürlich auch erstmal mit. Die Kleine ist tatsächlich sehr, sehr... leicht zu händeln. Oh, warte, da fällt mir gerade was ein. Warum habe ich mir in den Köcher nicht gemacht? Aber der Kollege ist noch da. Damit. Hey Bruder, ich brauche deine Haut und einen Knochen.
Vorbeigesegelt hier gerade, ne? So, dann machen wir uns eben hier noch ein paar Lampen und Dingsabums draus, damit wir, wenn wir uns zwei Seile machen können, dann können wir uns gleich das Schwert machen. Gummi hat zwar 63%, aber ne, jetzt nimmt er die Schere gar nicht, ne? Warte mal eben, packen wir die mal eben hier hin. Schwupps. Ich will dann nämlich mit der Schere drauf rumkloppen. So. Alles, was wir hier craften, ist ganz wichtig für uns. Ne, Überlebensfähigkeit sind wir zwar Könner. Ich hätte mal ein bisschen was in Baufertigkeiten reinpacken sollen, weil wir gar kein Schloss bauen können. Das ist ganz schlecht. Ganz, ganz, ganz schlecht ist das. Das heißt, ich muss richtig reinschwitzen, mir die beim Händler kaufen zu können. Die sind tatsächlich sehr, sehr teuer. Haben wir bewusst so gemacht. Mal gucken, man kann ja auch Tauschhandel vielleicht betreiben, dass einem jemand das macht. So. Brauchen kurz einmal Metallschrott. Ja, die nehmen wir auch mit. Kein Metallschrott? War hier nicht hier Metallschrott? Ja, Moneten sind auch nicht schlecht. Kameraden, es ist warm hier. Müssen uns versuchen, so gut es geht, im Schatten aufzuhalten, weil in der Sonne. Das ist einfach zu krass. Genügend Nahkampfwaffen zumindest. Großer Spitzhacken-Fan bin ich. Da haben wir den Knoblauch. Ne, ich wusste, den finden wir noch. Finden wir uns auch direkt. Die ganze Knolle. Ah, oh, ist schön, wenn man gut riecht. Manchmal bin ich selber ein bisschen überfordert, wo ich meine Prios setzen soll bezüglich des Lootens. Ich glaube zu wissen, dass hier auch ein paar Militärkisten rumliegen, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Das ist ja ein Traum. Also, ja, okay, damit habe ich gerade gar nicht gerechnet, dass wir jetzt zwei solche Ultra-Dinger finden. Okay, das war eben gerade Jackpot, auf jeden Fall, was wir hier gefunden haben. Nicht nur der Rucksack, nicht nur die Bauchtasche, nein, auch noch ein Schloss. Klar, können wir jetzt mit dem Schloss noch nicht viel anfangen, aber. Das war geil. Es ist ja auch noch spannend zu eruieren, was sich für einen Händler lohnt mitzunehmen, ne?
Das wird spannend sein. Damit man halt nur die Sachen lootet, die man wirklich da verkaufen kann. Ich glaube, das könnte Sinn ergeben, ne? So, einmal die Post, da könnten vielleicht ein paar Schlösser rumliegen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Post looten ist Schmutz. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, hier liegt gar nichts. Liegt da nichts? Genau so hatte ich es in Erinnerung. Dinge. Ich hoffe, ich werde lügen gestraft. Bisher nicht. Okay, die Küche habe ich. Ja, genau, einen Zettel. Okay, das könnte hier geil sein. So, was kriegen wir hier? Na gut. Das Potenzial war da, was Cooles zu haben, aber nein. Gut. Ging. So, was ist das? Machete? Och, nice. Den Nahkampf haben wir jetzt. Ich überlege, ob wir eine wegwerfen, aber erstmal nicht, würde ich sagen. Ich finde es so cool gerade, dass wir hier so entspannt looten können. Kein Zombie, kein Mech, kein Spieler, ein Träumchen. Wenn wir jetzt gleich noch Schraubendreher finden, ne, dann bin ich gespannt, ob ich auf die Schnelle nicht doch schon einmal die Base geknackt kriege. Weil unabhängig davon, ob ich sie sichern kann, da ist ja auch Geld drin. Was ich schon mal benutzen kann, ne? Hier. Nichts am Meer. Warte. Nehme die doch mit. Schönes Örtchen. Blechstange. Nehmen wir erstmal mit, ne? Ich überlade unseren Eiche natürlich komplett, aber ist auch wichtig, dass wir gewappnet sind. Viele Garagen, das ist super gut. Auf Autos brauchen wir ja gar nicht hoffen hier. Also selbst wenn ich hier eins drin finden würde, was ja ausgestellt ist, wenn ich damit halt um die Insel fahren, aber das war's.
Aber ein Moped oder sowas wird hier bestimmt noch stehen. Ziemlich sicher. Was haben wir hier? Ein kleines Weinchen. Irgendwann musste hier ja auch mal ein Kollege sein, oder? Frage ist, wo ist er? Ist er über mir? Glaube, oder? Jetzt drauf war oder was? Wir haben ein bisschen den Damage genervt. Eine fiese Sache. Eine Spitzhacke ein bisschen genervt, ne? So, wir machen uns gleich das nächste. Ja. Nimm Pullover. Hier muss man natürlich immer aufpassen, dass man nicht überhitzt. Manchmal frage ich mich wirklich, was hier los ist. So, die Robin Hood Jacke. Wäre spannend zu wissen, ob die was wert ist, ne? Das ist so ein Seil, so ein 5 Meter Seil. Können wir alles mal mitnehmen? Wie viel Platz braucht das? Jetzt kommen 3 Kilo halt, ne? Ist das ja beim Trader wie bei einer Bachelorarbeit oder sowas? Da wird nach Gewicht bewertet. Aber Geld finde ich hier genügend, das ist cool. Uppala. Das hat weh getan. Naja, die lassen wir jetzt mal so. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich da auf den Rändern der Fensterumrahmung
landen kann. War wohl nichts. Schraubendreher wäre echt einfach mal so ein schönes. Hier, Alex, leg jetzt mal los. Zeichen. Sieht aber mau aus, ne? Jetzt auf der Map gucken. Sind schon ganz am Ende. Nee, immer weiter looten. Oha. Jetzt wird es nämlich knifflig. Eine Haltung da an, Junge. Zum Looten ist der Hiking natürlich ein bisschen geiler. Kann ich anders sagen. Ein bisschen was zum Fischen noch immer mit. Habe ich halt noch nie wirklich verfolgt, das Fischen. Und das will ich jetzt mal ändern. Oh, eine grüne Militärkiste. Mit nichts drin. Geil. Ich glaube, den 80er Bogen brauche ich gar nicht mitnehmen, weil den kann ich nicht bedienen. Aber, wie gesagt, wir müssen Dinge verkaufen, damit ich ein goldenes Schloss mir kaufen kann. So, hier ist die City vorbei. Weiterhin immer schön im Schatten bewegen. 36,6, da sind wir auf einem guten Kurs. Wenn wir uns im Schatten bewegen, ist das nicht so schlimm. Im Leuchtturm. Da ist oftmals auch eine Garage, ne? Oder so eine kleine Werkstatt oder was. Leihplatte, was die wohl bringt. Im Shop. Ich weiß nicht mal, ob man die verkaufen kann. Höchstens beim Mechanic, ne? So, da haben wir noch eine Garage. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Aber nicht. Nägel nehmen wir jetzt auch mal mit. Die Post von eben? Nee, oder? Doch. Okay, das ist die Post. Dann gehen wir einmal kurz in den Leuchtturm. So, und da wir ja schon ein bisschen jetzt was haben, was man vielleicht mal versuchen könnte zu veräußern, bin ich schon fast geneigt zu sagen, wir fahren einmal rüber.
finde die Entscheidung echt gerade nicht so leicht. Weil ich sehe mich auch noch nicht in den Bunker gehen. Schrecker. Was haben wir da? Eine Stoffhose, ne? Trainingshose. Nehmen wir auch mal mit. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, wenn ich jetzt schon die ganze Zeit so einen Müll mitnehme, in Anführungszeichen Müll, dann fahren wir auf jeden Fall gleich mal los. War ich hier schon? Ja. Das Ding ist sowas wie die Autobatterie, die ich da gefunden hatte, die könnte, glaube ich, sogar noch richtig wertvoll sein. Gute alte Magnus-Haus. Zumindest vom Aufbau her, ne? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Korken nicht so viel bringen. Ach, hör auf. Das glaube ich denen immer nicht, dass sie treffen. Glaube ich denen immer nicht. Tat auch überhaupt nicht weh. Schon die Klamotten mit Leidenschaft gezogen. Wunderbar. Aber wir werden gleich Zeit haben, während wir zurück brausen. Warte mal. Das. Den können wir auch durchsuchen hier. Okay, Vogelschenke nicht. Halt wichtig, dass wir wissen, was wir hier aufsammeln können und was nicht. Ne? Wir haben echt, glaube ich, jetzt ein paar Sachen mit dabei. Und sagen könnte, jo, okay, nächstes Mal wieder. Und dann werden wir bestimmt auch was, ein paar Sachen dabei haben, wo wir sagen können, okay, alles klar, das lassen wir nächstes Mal liegen. Bringt eh nichts. Man kann hier nochmal looten. Nehmen wir auch mal mit. Wer weiß. Schloss, geil. Nehmen wir jetzt mal Duct Tape auch mit. Um genau zu wissen. Hier haben wir noch die Autos durch und dann gehen wir da drüben was. Nehmen wir den hier noch mit. Okay, die sind alle nicht nochmal lootbar. Brauche ich auch da hinten nicht hin. Gibt echt ein, zwei Sachen, die hier sehr interessant sind vom Verkaufswert her. So, ausruhen kannst du dich im Boot. Wir müssen noch gucken, wo hier die Tanke ist, ne? Wir müssen noch unbedingt gucken, wo die Tankstelle ist. Ansonsten könnte es brenzlig werden. Also ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall dahin schaffen. Aber eigentlich war ich fest der Überzeugung, dass hier auch eine ist. Aber ich habe sie jetzt nicht gesehen. Also dahin wird sie nicht sein. Muss sie da sein, bei der Werft.
Gucken wir jetzt gleich mal. Ich überlege gerade, ob ich das einmal heile mache hier. Ach, kann ich gar nicht reparieren. Na gut. Na gut, dann hat sich's ja eher. Muss ich ja einmal da drüben gucken, ne? Bei der Werft. Können gleich mal Ausschau halten, was hier sonst noch so ist. Ich kenne mich hier nämlich tatsächlich nicht so gut aus. Ich glaube, wir waren ja nur einmal Schaulaufen. Ja, wenn hier jetzt keine ist, dann ist es schlecht. Dass hier jetzt keine Tankstelle ist. Warte, ich guck einmal kurz auf der Map. Hier wirklich keine ist, oder ob ich jetzt so blöd war, die zu sehen. Okay, tatsächlich keine. Gut. Nee, wusste ich nicht. Dann. Welchen Weg nehmen wir denn dann? Dann müssen wir ja da lang. Müssen wir hier rum und da tanken. Felsenfeste Überzeugung, dass da drüben eine Tankstelle ist, aber dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu OP gewesen mit dem Standort. Dieser Kater macht mich wahnsinnig. Kater wäre immer hier neben mir auf dem Balkon und dann wieder rein und wieder raus und blöd, Mann. Das Ding ist, da wo die Tankstelle jetzt halt ist, da ist halt auch ein sehr guter Loot-Spot. Ich will aber eigentlich lieber zum Händler, bin ich ehrlich. Jetzt die Frage, ob ich jetzt hier hin tanken gehe oder da. Na, da drüben ist der Bunker. Na, da sieht man den Anlieger. Hier passiert wieder Krawall in meinem Hintergrund. Ich glaube, geradeaus wird in Summe schneller. Also bevor ich hier rein, dann wieder raus und dann da rum. Glaube ich. Ich hab's gesagt. So einer ist das also. Ja.
gleich. Geld ist das jetzt? 200 irgendwas, ne? Ich liebe es immer noch, dass wenn man sich umdreht, dass das Radio scheinbar nur nach vorne hörbar ist. Ohne Sinn. Naja. Gut, hier habe ich nicht bedacht, dass hier natürlich ein bisschen mehr Gefahr ist jetzt, ne? Von dem Mech auch. Egal. Sollte nicht das Thema sein. Sagte er. Wir sind gleich bei der Tankstelle. Guten Abend. Den Kollegen nehmen wir hier mit. Willkommen. Kommen Sie gerne. So. Nur keinen Fehler machen. Timing-technisch sieht das gut aus. So, ich glaube, ein bisschen von der Seite hier. Hoppala. Nicht kaputt machen, Alex. So, kurz weiterkehren. Direkt wieder weiter. Gar nicht jetzt lange hier aufhalten. Unnötig Fokus auf uns legen hier. Hier ist ein Zweiter Weltkriegsbunker noch. Kommen wir schön am Leuchtturm vorbei. Guck. Sie
sieht nach Unwetter aus, Kapitän. Oh ja. So, jetzt sind wir fast da. Kurz den Schlenker hier mitnehmen. Echt gespannt gerade, was wir da jetzt an Geld rausholen. Lass die 200 Cash, die wir hier haben, lasse ich kurz hier. Ich glaube, die Bolzen werden wir auch noch nicht veräußern können. Wir gucken aber mal. Sortieren wir dann gleich alles um. Obacht, Alex, nicht zu nah am Land fahren. Rad können wir mal gucken. Bin mir nicht sicher, was das bringt. Gucken, wie wir hier mit Money rausgehen. Es wäre halt wirklich cool, dass die Dinger halt auch immer einen Bootsanleger haben, ne? Wir gehen hier hin. Gucken wir mal, was wir da jetzt rausholen. Was ist denn das für eine Musik? Ein Stück leiser. Und ein Stück leiser. So. 21 Cash. Okay. Bam, 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 bam. So eine Axt bringt auch ein paar. Euronis. Okay, die bringt mehr. Okay, Robin Hood gar nicht schlecht. Haben wir die auch noch? Haben wir das auch noch mit? Ah, guck mal, Bolzen 5 Cent, ne? Nix. So. Gut, aber das macht uns kurz mal 1000 Cash reicher. Bam. Ne, finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ein guter Kurs gerade für uns, finde ich. Toolbox brauchen wir wohl noch. Achso, hier so ein Hut. Machen wir den Hut nochmal eben. Getränke, okay. Lohnt sich gar nicht mitzunehmen. Wir es verkaufen auf jeden Fall. Gut, dann sehr. Achso, warte mal. Ja, ich habe ganz vergessen, dass wir hier noch einen Rucksack haben. Was können wir denn hier mal veräußern? Ja, die Hosen, ne? Bam, bam. Ja, schön rein, okay, 9 Cent, 12 Cent. Ich sag immer Cent, ne, Cash. Okay, ja, meine Großtante würde sagen, Kleinvieh macht auch Mist. So. Über die Batterie bin ich denn sehr gespannt. Das war ja echt so 0815 Loot, den wir jetzt hier mit haben, ne? Either buy or get lost. 9 Cent oder was? Wow. Okay, das ist enttäuscht. Dafür verkaufe ich sie nicht. Mache ich mir lieber eine Bleiplatte draus. So, den Bogen. Vielleicht kriegen wir noch was Geiles für den Bogen. Ja, 200 Cash, doch Bogen mitnehmen lohnt sich dann. Bogen mitnehmen lohnt sich. That thing registered. Kidding. Nobody cares.
Oh, guck mal, die Machete bringt 560 Cash, ne? Bin echt in Versuchung gerade. Ja, komm, hauen wir die weg. Dafür juckt mich die tatsächlich zu wenig. That thing registered. Kidding. Nobody cares. Alright. Gut. Was haben wir jetzt am Cash mitgenommen? Wir haben jetzt wie viel? Was? 1600 nur? Okay. Was kostet ein Schraubendreher? Also ich habe die Preise sehr teuer gemacht für Schraubendreher und alles, aber mit Absicht. If prices are not negotiable. Frechheit, dass er für eine Autobatterie. Cent halt, ne? Kann vielleicht auch was mit dem Ladezustand zu tun haben. Dass der, wenn der so niedrig ist, dass die dann auch so niedrig sind. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Here's what I've got. Lockpicking. So, Schraubendreher, 2000. Ja, okay, das können wir uns schenken. Da müssen wir wirklich versuchen, das zu looten. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ach so. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Den Hiking-Rucksack, was bringt denn der Militär-Rucksack? Null hier beim Armory, was bringt der? Ja, das ist ja wirklich mein Lieblingsrucksack, aber jetzt momentan in der Situation finde ich einen großen besser. Einmal zum Armory noch, weil dann verkaufe ich den. Na ja, gut. Gehen wir mit 2000 Cash raus. Oder noch mehr. Vielleicht hatte ich auch das Cash da drin. Okay, 2000 Cash haben wir. Jetzt haben wir 2400. Oh, nicht schlecht. Bin ich. Mit 2400 Cash hier raus. Eigentlich ganz geil. Ich weiß zwar nicht, warum er das hier nicht gleich stapelt. 2500 Cash so. Ich glaube, es steht ungünstig. Gut, das war sehr erkenntnisreich, finde ich.
lohnt sich auf jeden Fall vieles mitzunehmen, manches nicht. Tatsächlich auch ein bisschen Kleidung. Ne? Kleinvieh macht auch Mist, aber die dicken Dinger sind natürlich andere Sachen. Solche Bögen und sowas, ne? Das bringt gut Cash. Die Machete. Eieieiei. Gut, aber dann legen wir mal hier an. Denn das reicht für die heutige Folge. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschaußen.